Im Anfang war das Wort und das Wort war der Anfang. Der erste Tag. Meine Damen, diverse und Herren, wieder von hier. Im Strudel der Massenhysterie aus Covid, Klimaschutz und CO2 kam der Zwischenruf, den Terminus Rasse aus dem Grundgesetz zu entfernen. Ja klar, von unserem Führer ist er missbraucht worden, wie so manches andere auch. Im Gegensatz zum Haushund soll der Homo sapiens nach heutigem Stand der Wissenschaft sich nicht mehr in Rassen aufgliedern. Der zweite Tag. An gleicher Stelle der Verfassung stellt sich nun aber auch bei der Religion die Frage nach dem wissenschaftlichen Gütesiegel. Seit Jahren beschäftigt das Kopftuch Gerichte durch alle Instanzen mit dem Problem, ob es als Kleidungsstück für eine deutsche Staatsanwältin im Einsatz tragbar ist. Juristisch gesehen geht es nicht um ein Fossil der Reinigungsbranche, sondern, jetzt müssen wir aufpassen, um ein religiöses Symbol aus der Zone des Islam. Ich durfte keine Sitzungsvertretung für die Staatsanwaltschaft machen, ich durfte keine Beweisaufnahmen durchführen. Seien wir offen, gegenüber Afghanistan an Harmlosigkeit und Naivität eigentlich kaum zu unterbieten. Wie auch der Gedanke, damit gegen das Kruzifix an der bayerischen Gerichtswand aufzurechnen. Der dritte Tag. In der Vergangenheit hat die Wissenschaft uns mit Waldsterben, Ozonloch und Spraydose heimgesucht, ohne dass auch nur eine dieser Menschheitsgeißeln noch zur Debatte steht. Beim Kopftuch nun wird die Religion, wie inzwischen auch das Elektroauto, quer durch alle Bevölkerungsschichten als fester Bestandteil unserer Kultur ernst genommen, ohne hörbares Veto der Wissenschaft, erst recht ohne Heiterkeit und Gelächter. Der vierte Tag. 1618 begann der Dreißigjährige Krieg. Eines der grausamsten, blutigsten Religionsgemetzel der Geschichte. Auf dem Boden dieses Landes hat Europa sich an der Frage zerfleischt, ob man besser auf der katholischen oder protestantischen Richtung in den Himmel kommt. Der fünfte Tag. Ich betone, 400 Jahre später, meine Forderung an Volk und Politik. Streich die Religion, streich den Glauben aus der Verfassung. Beides gehört dort ebenso wenig hin wie der Karnevalsverein, der ja auch so geschützt ist. Bei der Intelligenz eines Durchschnittsparlamentariers müsste eine Zweidrittelmehrheit zu schaffen sein. Der sechste Tag. Die logische Konsequenz. Aus Kirchen und Klöstern werden Museen, entsprechend dem Vorbild griechischer Tempel. Die Kirchensteuer wird Museumssteuer. Der Klerus bekommt ein neues Betätigungsfeld zur Erhaltung der Bausubstanz oder geht wie der Papst in den Vorruhestand. Der siebte Tag. Das Kopftuch wird, wie schon der Fahrradhelm, für alle freigegeben. Für unsere muslimischen Schwestern in Gottes Namen auch im Gerichtssaal. Als liberale Weltbürger können wir damit im 21. Jahrhundert leben und beeindrucken den Taliban um ein Vielfaches mehr als mit den Soldaten. Halleluja! Im Anfang war das Wort, und das Wort war Illusion.